Ook even worsten de koud poelen. Ja, dat check je aan, jongeman. Hè? Ja. Zoals de design ontwikkelabteilung cloud. Maar zou die ook eentje meegenomen? Also, wenn ihr auch Lust auf zo'n Pulli habt, schreib mal unten in die Kommentare. Und vielleicht verlosen wir dem früher oder später wieder mal einen von diesen schönen Exemplaren. Also, heute gibt es mal einen Quick-Tipp. Und zwar geht es heute um Drehkettle und wie man die einkürzen bzw. auf die richtige Länge anpassen. Gut, also es ist eine Art simpel, ihr könnt nicht viel falsch machen, aber doch ein, zwei Sachen müsst ihr beachten. Folgendes, wenn ihr Kettle reinlegt, müsst ihr als allererstes hier unten das Gegenstück bis wirklich super an die Kette hinzudrüllen. Wenn ihr jetzt das nicht macht und das Ganze unten lehnt, drückt ihr nachher mit der vollen Belastung hier auf das Eisen und dann kann es sein, dass ihr hier das ganze Teil einfach abwürgt. Darum Kette reinlegen, hier super daher drüllen und dann könnt ihr hier oben auch schon abdrüllen. Hier super zentral ansetzen und dann müsst ihr einfach nur noch die ganze Sache rausstoßen. Irgendwann merkt ihr dann, wird es ein Ring, dann ist die ganze Sache rausgefallen. Könnt ihr den auch wieder rausdrüllen. Und dann geht das meistens gerade schon von alleine auseinander. Und so könnt ihr die ganze Kette sauber einkürzen. So, ich hoffe, ihr habt etwas lernen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt für weitere Quick-Tipps, dürft ihr da gerne unten in die Kommentare schreiben. Da sind wir immer sehr froh, wenn wir da etwas von euch hören. Ansonsten würden wir uns über ein Like freuen oder ein Abo. Und dann wünschen wir euch weiterhin gute Schrauben. Ciao miteinander. Tschüss.